Das ist die große Vision, also das war das Wort, große Vision. Wir haben da einige Punkte zusammengefasst, wo wir denken, so wollen wir das mehr als abstraktes Hirngespinst, aber trotzdem in, keine Ahnung, 50 Jahren oder so. Und das lässt sich zusammenfassen auf Augenhöhe, also mit den Bürgern auf Augenhöhe alles gemeinsam im Endeffekt. Offen, ohne Angst und Selbstverwirklichung. Das Ganze ist dann da detaillierter aufgelistet und läuft darauf hinaus, dass man das alles von einem starren System, wie wir es jetzt haben, mit Hierarchien umwandeln in ein Liquid-System, was auch größtenteils eben auf Liquid Democracy basiert und ermöglicht, dass Peer-to-Peer im Endeffekt ganz kleine, also die Individuen miteinander vernetzt sind und das auf kleinere und hierarchiefreierer Ebene funktioniert. Gut. Und auf Seite 2 geht es dann ähnlich weiter. Das ist jetzt vorher was draufsteht. Da ist dann die Fragestellung, die wir gehabt haben, auch Globalität ja oder nein, also dieses, was ich eben gerade gesagt habe, dieses Kleinteilige, ob man das eher in kleinen Communities, die dann wieder untereinander vernetzt sind, hat, oder ob man das auf Ebene der einzelnen Individuen hat. Im Endeffekt kommt aber heraus, das Ganze ist ein extrem breites Feld und das muss man viel länger besprechen und deswegen wollen wir im Sommer ein extra Barcamp dafür machen, das sich dann Visionscamp nennt und ja, alle sind herzlich eingeladen. Bitte? Möglichst einmal im Jahr. Gut, wir haben uns überlegt, wie man das etwas abstrakte Thema Demokratiereform am besten in der Wahlkampagne rüberbringen kann oder was da das Griffigste ist. Und das, was bei uns herauskam, ist, dass wahrscheinlich wirklich das Veto-Volksbegehren, also gegen ein beschlossenes Gesetz, wirklich als Bevölkerung nein, so nicht mit uns sagen können, am griffigsten ist. Und das wäre eine Möglichkeit, wie man den Punkt in einem Nationalratswahlkampagnenkonzept einfließen lässt. Also die Christopher hat die Idee gehabt, so nicht oder nicht mit uns oder Nein sagen zu. Das waren so die Slogans, die uns spontan eingefallen sind. Das ist wahrscheinlich das, was sich wirklich am griffigsten vermarkten lässt von Demokratiereformen. Weil auch Leute, die aktiv Vorschläge haben für Gesetze, also das Einbringen eines Gesetzesvorschlags, das machen sehr wenige Leute. Auch in der Schweiz sind es immer Gruppen von Leuten und zu etwas Nein sagen, auch wenn es ein bisschen populistisch und plakativ ist, das will viel früher jemand. Das kann man viel besser vermitteln. So. Wir haben Aktionismus gemacht und die Runde hat sich den ersten Teil eher darauf beschränkt, darauf spezialisiert. Über das Wie zu reden, wie sollte ein Aktionismus aussehen, was sind Gefahren, worauf muss man aufpassen. Da sind zum Beispiel Sachen gekommen wie, ja, es ist gefährlich, dass wir schnell in die Chaoten-Ecke gestellt werden, wenn wir zu verwirrende Sachen machen. Und Aktionismus kann auch nach hinten losgehen. Außerdem natürlich keine Gewalt. Und der zweite Teil der Diskussion war dann mehr so, sollen wir uns eher versuchen, den Zeitungen zu bedienen und eher mit den Medien zu arbeiten, oder sollten wir uns eher auf die Inhalte konzentrieren? Und die Standpunkte für die Inhalte waren dann mehr, ja, wir können nur begeistern und nur authentisch sein, wenn wir uns auf unsere Inhalte beschränken, wenn wir Dinge rüberbringen, für die wir wirklich einstehen. Die andere Sache war, für Medien hätten wir wir haben wahrscheinlich eh nicht genug Einfluss, weil wir keine Inserate schalten und deswegen recht unbeliebt bei den Medien sind. Und außerdem, dass es bei den Leuten besser ankommt. Der Standpunkt für Medien war ein bisschen, ja, wir sind unbekannt. Wir sollten schon schauen, dass wir auch ein bisschen populistische Sachen machen und dass wir uns nicht so sehr auf die Inhalte versteifen. Genau. Dann ein einziges Ding, wo wir uns in der Diskussion alle einig waren, war, dass wir zu viel nachdenken und zu viel reden und einfach Aktionen machen sollten, dass auch mal zu Fall kommt.
Und wir haben dann auch ein paar Vorschläge gesammelt, wenn auch nicht zu viele. Einmal ist gekommen, von Fuxi aus, ich glaube, Graz, dass sie ein Piratenschiff bauen werden. Und da war die Idee, naja, man könnte diese Pläne sammeln und online stellen und dann könnten die anderen Bundesländer dieses Schiff nachbauen oder wenn es zum Beispiel verfügbar ist, es sich ausborgen. Dann, wir haben gesagt, dass wir auf einer Linie bleiben sollten. Wir sollten uns ein paar Aktionen überlegen, die überall durchgezogen werden. Auch ein Vorschlag war, dass man aufblasbare Piraten mitnimmt auf Demos. Das ist einmal passiert und offenbar ganz gut angekommen, wie man sich auf die Schultern setzt, weil das nicht rauskommt. So ein paar Sachen. Und um das Ganze zusammen oder abzuschließen, ich habe gesagt, dass ich ein Doodle online stellen werde und das wird dann ausgeschickt. Werdet ihr dann wahrscheinlich bekommen, wo ihr euch eintragen könnt, wann ihr Zeit hättet. Wir würden das zweiwöchentlich machen und würden uns treffen, hauptsächlich zum Basteln und um nochmal Ideen zu sammeln und wirklich Werkzeuge in die Hand zu nehmen und zum Beispiel ein Piratenschiff zu bauen oder solche Sachen. Ja, das war's. Ja, Infostände, wir waren zu dritt, wir haben ein bisschen mal repetiert, was in Erfahrung in das Wien und das Niederösterreich, vor allem aus Niederösterreich ist gekommen, dass es eher nicht so gut funktioniert hat, dass oft viel zu weniger Leute da waren, dass es nicht so gut geplant war, dass es zu kurzfristig war. Und wir haben einfach ein bisschen darüber gesprochen, aber wir haben jetzt nicht so konkrete Pläne gemacht leider. Ja, wir sind zum Schluss gekommen, dass es auf jeden Fall möglichst einfach gemacht werden muss, ein Infostand eben zu leiten oder einen Infostand eben zu veranstalten. Und deswegen wäre es wunderbar, wenn es einfach ein dickes Paket gäbe, einen Koffer, was auch immer, wo drin ist, was man halt braucht man Zugriff hat, wo man auch ganz spontan sagen kann, okay, übermorgen möchte ich einen Infostand machen, ich melde das alles an als Kundgebung und dann gehen wir dann hin übermorgen zu zweit und informieren halt von mir 20 Leute an dem Tag. Das ist auch schon was. Wir haben uns eben auch gedacht, das ist halt so, dass wir sehr oft versuchen, gleichzeitig viele Leute anzusprechen und in die Medien zu kommen und damit dann noch mehr Leute anzusprechen. Aber ich denke, das ist halt, dass wir halt diese zwei Dinge auch manchmal trennen müssen und auch auf Aktionen machen, die wirklich jetzt nur konkret Leute auf der Straße ansprechen und dann welche, die für die Medien gut sind. Und nicht immer stundenlang diskutieren, wie wir das kombinieren können, sondern einfach das eine vom anderen trennen. Ja, es ist eben ganz wichtig, dass vor allem hier im Infostand so eine Regelmäßigkeit und Routine reinkommt, weil es dann einfach professioneller wirkt, es motiviert die Leute dann dahin zu kommen und es ist dann einfach für Neulinge, die das noch nie gemacht haben, viel einfacher, sich auszukennen und sich dann sozusagen gut dabei zu fühlen und das auch überzeugend rüberbringen zu können. Ja, dann habe ich gesagt, ich mache ein PDF zum Download, wo drin steht, wie macht man den Infostand, wo kündigt man das an, wo kann man die Sachen abholen und so weiter, mal für Wien, und das kann man dann für die anderen Bundesländer adaptieren, sodass es jedem leicht fallen sollte, ihren Infostand zu organisieren. Ja. Ja, wir haben über Crowdfunding gesprochen. Im Wesentlichen haben wir über die Frage diskutiert, wenn man den Leuten Geld aus der Tasche ziehen will, dann muss man ihnen etwas dafür bieten. Was wir ihnen bieten können, ist im Wesentlichen auch unsere Philosophie, nämlich zu sagen, wenn du uns wählst, behältst du deine Stimme. Ja? Das kann man auch machen schon im Wahlkampf und die Idee ist, dass wir eine Speakers Corner machen, einen piratischen Verkünder, einmal in der Woche vom Parlament oder auch vor den Landtagen in den Bundesländern. Wer dort etwas für die nächste Legislaturperiode deponieren will, darf das gerne tun über eine Webseite, zahlt 3 Euro und seine Botschaft wird dann durch uns Piraten an das Parlament, an die Landtage herangetragen. Das ist die eine Idee. Die andere Idee, das kann man noch weiterspinnen in Richtung Plakate, das kann man weiterspinnen bis hin zum Fernsehspot. Wenn sich jemand mit einer größeren Summe beteiligen will, dann darf er mit seinen Botschaften auch in unseren Fernsehspots auftreten. Es hat sich eine konkrete Gruppe auch gebildet, die das im Detail ausarbeiten will. Schauen wir mal, was daraus wird. Wir haben uns an diese Unique Voting Proposition versucht heranzutasten. Und da habe ich einmal einen Vorschlag hineingebracht, wir verteidigen die Freiheit des Internets. Da haben wir hingeschrieben, Freiheit. Also dünn. Dann wurde das erweitert für Freiheit mit Gerechtigkeit und Mitbestimmung. Das sind so Schlagworte, das ist auch ein bisschen näher, aber das zeigt das schon viel besser.
dann wurde die Frage nach der Kompetenz gestellt. Und Kompetenz für Freiheit ist irgendwie nicht so. Und Kompetenz fürs Internet, naja, die Hacker sind wir nicht, wir sind nicht Anonymous. Und nur weil bei uns 3 Leute eine Datenbank administrieren, sind wir noch lange nicht die Obermäfens im Internet. Aber wir sind das Experiment. Wir sind das Experiment des 21. Jahrhunderts der Politik. Das habe ich schon vor, das wird wieder der Werner. Die Piraten sind das aufregendste politische Experiment seit den Grünen. Und warum machen wir nicht daraus unseren Vorschlag? Nämlich, wie ist das hier? Was habe ich da noch hingeschrieben? Internetaffin. Die Zielgruppe ist nicht altersgebunden. Da kam dann der schöne Vorschlag der Timeless Generation oder die Kommunikationsgeneration. Hier sitzen 60-Jährige, 18-Jährige, alles in einem Boot. Ja, trotzdem ist es eine neue Generation. Es ist noch lange nicht ausgearbeitet, aber es wäre so die Stoßrichtung, wo die Kommunikationsüberlegung weitergehen könnte, dass wir sagen, wenn du willst, dass die politische Entwicklung den 21. Jahrhundert Rechnung trägt, wenn im Parlament das neue Zeitalter ankommt, das 21. die Regierenden sind zu alt und so, dann musst du beraten. Das hat mir gut gefallen, da kann man weiterarbeiten. Das wurde nicht vereinbart, aber wir werden da jetzt weiterarbeiten. Also viel weiter hinaus über Freiheit, nämlich wir sind das politische Experiment, das uns den nächsten Schub weiterbringen wird in der Entwicklung unserer Demokratie. Jo, wir haben uns noch kurz das Thema Cannabis angeschaut, wie wir da weiter tun wollen im Wahlkampf auch, weil wir ja sowieso schon dieses Kiffer-Image haben und Cannabis nicht mehr wegbekommen aus unserem Image. Wir wollen aber eher den Wirtschaftsfaktor Hanf in den Vordergrund stellen. Es gibt in Österreich sehr viele Organisationen und Vereinigungen, ganze Täler teilweise, ganze Landstriche, die Hanf als Wirtschaftsfaktor, also den Hanf als Industrieprodukt fördern und nach vorne bringen wollen, was natürlich auch wieder regionale Wirtschaftsstrukturen fördern würde. Und wir haben da beschlossen, dass wir uns da verstärkt eben mit diesen Organisationen treffen und schauen, dass wir da eine gemeinsame Linie bekommen und dass wir da mit einer breiten Front antreten.